Eine Erstbegehung beginnt eigentlich immer mit einem Traum, mit einer Idee und dem Wunsch, diese Idee tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, ich bin heute mit dem Martin unterwegs. Der Martin ist ein ehemaliger Heiland-Schüler von mir, hat Heiland bei mir gelernt im Kurs. Und heute geht es darum, seine allererste Erstbegehung zu machen. Er hat einen wundervollen Spot gefunden, wo er gerne eine Highline eröffnen möchte. Und ich bin jetzt einfach mal dabei, um ihn ein bisschen zu begleiten auf dieser Reise, um ihm ein bisschen zu helfen, diese Line einzurichten. Und jetzt schauen wir mal, was passiert heute. Geil, oder? Wir wollen hier eine Highline-Erstbegehung machen. Eigentlich als Family schon ewig lange vorbeimarschieren, als die Kinder noch so klein waren. Heute ist es soweit. Heute werden wir das Ding einbohren und dann richtig geil slacken. Erste Begehung, genau. Bolz habe ich mitgebracht, die Bohrmaschine bringt der Lukas mit. Noch meine Tochter dabei, die Emily und der Gerhard aus Salzburg. Der Gerhard. Mega geiler Spot. Unfassbar cool, echt eine geile Klippe. Müssen wir mal mit dem Hammer draufhauen, den hätte ich jetzt nochmal mitnehmen müssen, dann könnten wir hören, ob es... Das kann er da gleich sagen, dass der schon mal nix ist. Ja. Oh, das ist auch nix, ne? Noch weniger. Das ist auch nix, ne? Man muss Felsqualität eher so nicht so gut. Das hier klingt ganz gut. Aha. Also ich brauche jetzt hier vom Profi, vom Lukas, noch ein bisschen Anleitung, weil ich habe tatsächlich noch nie einen Highline-Anker eingebohrt. Jetzt haben wir gerade mal mit dem Hammer gecheckt, welcher Feld solide ist. Und da muss man schon ganz schön suchen, weil hier doch viele lose Blöcke sind. Wenn man praktisch die Hand auf den Fels legt und dann mit dem Hammer draufschlägt, dann muss es erstens mal richtig hell klingen und man darf eigentlich an der Hand keine Vibration spüren. Und da bohren wir jetzt ein. Mal kurz. Du kannst einfach nur spüren, ob der Bohrer gleichmäßig einsinkt. Das gibt da Feedback, wie stabil tatsächlich der Fels ist. Okay. Wenn du mal merkst, da ist so eine Sandschicht, dann ruckst du richtig durch, dann ruckt der Bohrer richtig weiter. Wenn es komplett kontinuierlich langsam reingeht, ist perfekt. Dann ist perfekt. Ja, so war es eigentlich. Mhm. Cool. Also die Bohrlöcher müssen sauber gemacht werden. Dann sollte das Bohrloch einigermaßen staubfrei sein. Das macht aber was nicht so. Jetzt zieht schon zu. Die Ausrichtung passt einigermaßen. Ja, könnte man aber später auch nochmal korrigieren. Ja. Und wie hat er sich angefühlt, Martin? Richtig geiles Gefühl. Würde ich mich sofort dranhängen. Saugeil. Es wird, würde ich sagen. Es war jetzt doch ganz schön anspruchsvoll, habe ich so gesehen, während ich den Anker eingerichtet habe, die Tackline rüberzutragen, weil da doch so ein paar Bäume überwunden werden mussten. Aber war nicht einfach, oder? Ja. Deine Hand geht gut? Ja, einigermaßen. Einigermaßen, ja. Gut gemacht. Letzte Handgriffe. Perfekt. Matching machen. Geht's dann los, Martin, ne? Ja, genau. Ja.
doch nicht so easy dann fürs erste Mal. Aber ich glaube, die muss auch nochmal schön nachgespannt werden. Zügen wir erstmal ordentlich nochmal hoch, oder? Besser, ja. Und dann wird das schon laufen. Jetzt hat es gefunden. Ich brauche meistens einfach irgendwie so zwei, drei Anläufe. Der Weg ist stark, oder? Der Weg ist das Ziel, oder? Okay. Mega stark. Ja, ich bin total happy, dass das heute möglich war. First scent of the line.